Hallo meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Christels. Ich bin Jana von den Chunky Monkeys. Ja, wir versuchen seit ungefähr 100.000 Runden die Vulkanoschwestern zu besiegen. Ich bin jetzt schon etliche Male gestorben daran und darum habe ich jetzt einfach mal ein bisschen gefarmt. Wir sind jetzt mittlerweile bei fast 400 Leben bei jedem Mitspieler und ich habe jetzt auch unsere Waffen ein bisschen aufgerüstet. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt funktionieren wird. So, das ganze Gequatsche, das hatten wir schon 100.000 Mal. Ich hoffe jetzt wirklich, Freunde, dass es jetzt einfach mal funktioniert. Ey, ich habe keinen Bock mehr, diesen scheiß Schwestern hier so Kampf anzubieten. Ey. So. Da kommen sie jetzt wieder. Die Mistviecher. Und wenn es jetzt immer noch nicht funktioniert, Leute, dann muss ich noch ein bisschen farmen, bis das Ganze funktioniert. So. Jawohl. Einmal. Einmal. Jawohl. Weil das Problem ist nämlich diese Mega-Attacke, die die beiden machen. Die macht uns halt einfach mal 300 Damage. So. Jawohl. Vierundvierzig macht jetzt auch schon ein bisschen mehr Schaden. So, Magie-Roulette. Alles außer Feuer bitte. Jawohl. So, dann machen wir jetzt erstmal das Heilungsroulette und in der Hoffnung, dass wir alles kriegen. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht so gut. Aber besser als gar nichts. So, jetzt heilen wir erstmal Crispell. Jawohl, wir sind wieder fast voll. Dann machen wir wieder das Magie-Roulette. Jawohl, sehr gut. Ah, jetzt guckt sie schon mal ein bisschen anders. Wow. Ja, das ist genau diese Attacke, die ich meinte. Das ist nicht gut. Die uns einfach so etlich viele Leben abzieht. Autschi. So. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Regression brauchen wir. So. Schon besser. So, und schön blocken. Jawohl. So. Na, 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 na. Ach, verdammt. Wieder das mache ich voll nicht. Falls das Falsche. So.
120 brauchen wir nicht. Wir brauchen das Glas der Heilung. Und zwar einmal auf Crispell. Okay, Gott sei Dank, das ist jetzt nur eine Heilung. Oh, Heilungsroulette, bitte. Na toll. Crispell ist ja schon voll. Du Pfosten, du. Jawohl. Jetzt heilen wir JKR wieder. Mhm. So, und dann können wir wieder angreifen. Yes. Nice, wir haben unseren ersten Fortschritt gemacht, Leute. Au. Jetzt werde ich wütend hier, du. Ich will doch auch endlich mal weiterkommen hier, ey. Mhm. Jawohl. Was meine Leertaste heute schon mitgemacht hat, Leute, das ist nimmer normal. Aua. Mhm. Jawohl. Jawohl. Huiuiuiui. So. Brauchen wir dringend wieder das Heilungsroulette. Bitte. Yes, sehr schön. So will ich das sehen. Mhm. Au. Nein! Ja doch, passt auch. Mhm. Nein, nicht heilen, du blöde Kudo. Nein! Oh. Das Problem ist nämlich dadurch, dass die Feuer ist, also das Feuerelement hat, heilt die sich, wenn man Feuer gegen sie einsetzt. Hm. Ja, Leute, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber diesmal sind wir schon wesentlich besser dabei als die letzten 100 Runden. Zas für das Speed-Up. Weil Zas, also unser neues Mitglied im Team, die macht einfach am meisten Schaden an ihr. Ja.
Jawohl, ich glaube, sie ist tot, Leute. Nice. 1800, ernsthaft? Okay, Crispel hat erlernt Renovatio und JKR hat erlernt Analysieren. Nice. Leute, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ey, ich bin so froh, ne? So. Ah, langsam wird das richtig nervig. Wo ist dieses kleine Wiesel, wenn man es mal braucht? Entschuldigung, die Verspätung. Kari? Na endlich. Du hast ja ganz schön Zeit gelassen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun, als eure Babysitterin zu spielen. Kari, wo warst du die ganze Zeit? Was hast du mit dem Prinzessinnen am Hut? Oh, Zars Kleines, ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist ja richtig groß geworden. Ich würde ja gerne mit dir über alte Zeiten plaudern, aber ich habe Pflichten zu erledigen. Leb wohl, liebste Schwester. Oha. Diese Kari ist einfach ihre Schwester? Okay. Warte. Arg, das ist nur ein strategischer Rückzug. Um diese beiden hier nehmen wir mit. Nein, lasst uns in Ruhe. Sofort aufhören, Prinzessin. Ach nö. Verdammt, die beiden müssen sich immer einmischen. Azufra, ich habe einen Vorschlag. Oh? Orola ist kein schlechter Mensch. Sie ist auch keine Rebellin. Sie versucht nur, ein Heilmittel für die Glaslunge zu finden. Es gibt kein Heilmittel. Jedes Kind weiß, dass nur die Medizin der Kaiserin Linderung schafft. Sie hat aber schon Kranke hier in Senica geheilt. Das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Das kann ich bestätigen. Ich habe Daten darüber in meinem Speicher. Angenommen, das wäre die Wahrheit. Was ist dann dein Vorschlag, Mädchen? Zuerst werden wir sie retten. Und dann werden wir helfen, die Medizin fertigzustellen. Und wenn sie fertig ist, werden wir sie mit dir teilen. Würdest du im Tausch gegen die Medizin die Anschuldigungen gegen sie fallen lassen und nicht mehr versuchen, sie festzunehmen? Also gut, abgemacht. Bringt mir die Medizin und ich lasse alle Anschuldigungen fallen. Kommt zu mir, wenn ihr sie habt. Und was jetzt? Der nächste logische Schritt ist, ihnen zu folgen. Wir müssen nach Cinder. Gut, dann machen wir das mal. Wir werden jetzt aber erstmal das Ganze hier speichern, weil ich bin so heilfroh, das endlich geschafft zu haben, ey. So. Dann gehen wir auf nach Cinder. Ups. So, wo sind sie denn jetzt? Hier. Seht mal, da ist Galli. Sie scheint wieder Medizin zu verteilen. Wir müssen ja hinterher. Moment, da. Oha. Der Junge wird auch zur Bestie. Dieser Mann da, in der Zukunft verwandelt er sich in einen wilden Kobold. So einer, wie die Kaiserin für ihre Armee benutzt, wie die, die die Stadt angegriffen haben. Dies legt den Schluss nahe, dass die Medizin der Kaiserin für die Verwandlung verantwortlich ist. Eine schlaue und effektive Strategie und natürlich völlig unmoralisch. Folgen wir ihnen, vielleicht können wir herausfinden, was sie mit Orola gemacht haben. Sie gehen nach Osten, hinterher! Gut, hinterher! Ich würde euch nicht empfehlen, weiterzugehen. In diese Richtung liegt nur der alte Palast. Das Ding hat sich ewig nicht mehr bewegt. Okay. Doch, wir müssen aber hinterher. Es hilft leider nichts. So. Was bist denn du? Was zum... Hier ist ja rein gar nichts. Sie scheinen einfach verschwunden zu sein. Was? Ihr habt einen sprechenden Frosch? Und den habt ihr nie erwähnt? Gehören Frösche zu meinen Top 5 Tieren, die ich
mal sprechen hören wollte. Oh, Verzeihung, dass ich mich nicht schon längst vorgestellt habe. Ich bin Matthias, zu deinen Diensten. Der beste sprechende Frosch der Welt. Du bist so niedlich. Du hast sogar einen kleinen Hut und so. Ich könnte dich glatt auffressen. Werde ich natürlich nicht, aber ich könnte, weil du so süß bist. Wer ist der putzigste sprechende Frosch der Welt? Du bist der putzigste sprechende Frosch der Welt. Ich will dich ja nicht unterbrechen, liebe Zars. Aber wir sollten uns lieber auf das Wesentliche konzentrieren. Hör dich doch mal an. Du bist so niedlich, wenn du so hochtrabend redest. Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ich flipp aus. Also gut. Hier gibt es zwar nichts, aber ich sehe in der Vergangenheit ein großes Schloss. Etwas muss damit passiert sein. Ja. Da kommt unser Matthias wieder zum Einsatz. Mal gucken. Es hat funktioniert. Dieses Schloss wird als technisches Wunderwerk in die Geschichte eingehen. Der Zyklus der Zeit von Anfang bis Ende. Die richtige Reihenfolge erhebt des Schlosses Wände. Das ist ein tolles Rätsel. Okay. Ja, und jetzt? Das Motiv hat sich zu Sonnenaufgang geändert. Sonnenaufgang geändert. Müssen wir da jetzt alle umstellen, oder was? Ja, scheint fast so. Okay. Machen wir das Sonnenaufgang. Mittag. Nacht. Ach so, nee, Moment mal. Es war nur das hier an. Oder? Mhm. Ob das so ein Rätsel ist überhaupt? Gute Frage. Ja. Okay. Aber sollen wir da jetzt noch was machen? Der Zyklus der Zeit von Anfang bis Ende. Es geht hinein, eins geht hinaus. Das ist ein tolles Rätsel. Okay. Müssen wir da vorne vielleicht auch noch was anmachen? Wenn wir alle anmachen. Warum hast du es denn nicht aufgeschrieben oder so? Ach, nerv nicht. Du hast das Rätsel doch auch vergessen. Aber wir haben es doch nicht vergessen. Im Zyklus der Zeit von Anfang bis Ende. Eins geht hinaus. Eins geht hinein, eins geht hinaus. Sondern Aufgang, Mittag, dann Nacht und das aus, oder? Was passiert hier?
Oha. Okay. Okay. Lol. Ja, Freunde, aber bevor es hier weitergeht, ist es leider schon wieder an der Zeit, Tschüss zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like und ein Abo, da würde mich riesig freuen. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.